Also, herzlich willkommen zurück und heute möchte ich gerne Holys Wunsch erfüllen, mal ein Energy Deck zu bauen oder seine Idee. Und das machen wir jetzt mal. Wir bauen uns ein neues Deck zusammen. Mal schauen, mal heute ganz spontan und ohne große Kalkulation. Wir nehmen als erstes mal hier auf jeden Fall die Snake mit ins Spiel. Wo ist er? Die habe ich mir vorher schon. Die haben wir besorgt, zweimal hatte man sie schon. Dann sollten wir uns auf jeden Fall hier den Countergeber geben für 3 Mana. Den habe ich, glaube ich, nur einmal. Mal schauen, das ist eine Rare-Karte. Wo ist er? Hier, wenn er ins Spiel kommt, kann man +1/+1 Counter auf 2 Target. Und Mana können sie zukünftig geben. Das ist eine super Karte. Da viele Artefakte im Spiel sind, sollte man, auch wenn das weniger mit Countern zu tun hat, aber nichtsdestotrotz eine gute Karte ist, eine 3-4er-Linie mit reinnehmen, zweimal. Ja, dann haben wir noch die Möglichkeit, Counter zu produzieren, indem wir uns ein Weaker mit reinnehmen. Ich glaube, wie heißt das? Ethersphere, glaube ich. Ethersphere ist die Rare. Ja, die ist 4. Die haben wir, glaube ich, 4-mal bekommen jetzt. Genau, da ist sie. 4-mal. Eine Karte, die ich sehr liebe und die wir leider nur einmal haben, nämlich geschenkt bekommen haben, ist hier diese Karte. Gonti, wenn der ins Spiel kommt, können wir uns die obersten 4 Karten anschauen und diese Karte vom Gegner dann auch von der Library auch dann noch spielen. Mit irgendeiner Mana unserer Wahl sollte auf jeden Fall mit rein. Dann sollten auf jeden Fall, wenn wir gerade dabei sind, auch schwarze Removals rein. 2 Stück, denke ich mal. 2. Probieren wir es. Und was gut ist, mein Lieblings-Planeswalker aktuell, sonst bin ich ein großer Jace-Belehren-Fan, aber hier sollten wir, wo ist der Planeswalker? Hier. Zweimal Chandra mit reinnehmen. Und um hier ein bisschen mehr Counter zu produzieren, ist die Blistering Widow notwendig. Ja, um das Deck optimaler zu gestalten. Aber wir machen das jetzt einfach nur spontan. Sollte man die mit reinnehmen. So, was haben wir noch? Countergeber haben wir auch umsonst bekommen. Den Gearhulk. Einmal, auch den könnte man zweimal mit reinnehmen. Die Hydra würde ich sogar 4-mal mit reinnehmen, wenn ich es könnte. Und ja, dann lasst uns nochmal einen Planeswalker nehmen, den ich noch nie gespielt habe in den ganzen Games, aber schon relativ früh gezogen. Hier Wraska auf jeden Fall sollte mit rein. So, und was wir nicht vergessen sollten, ist. Wo ist er? Die Ballista. Das macht ja gerade erst richtig Spaß mit der Ballista. Hier haben wir sie 4-mal umsonst. Genial. Auf jeden Fall mit rein. Ich glaube, ich nutze jetzt einfach mal die ganzen Playsets, die wir bekommen haben, hier umsonst. Weil irgendwann, wenn der Vibe kommt, ist das einfach nicht mehr umsetzbar. Jetzt haben wir 45 Karten. 45 Karten und 24 Länder. Ja, was sollte man noch mit reinnehmen? Ich finde den Glorybringer ganz gut. Den Drachen. Für 5 haben wir zweimal. Nehmen wir ihn zweimal mit rein. Dann sollten wir noch überlegen, ein bisschen besser mit der Mana umzugehen. Dafür gibt es 2 Karten, glaube ich. Wo haben wir hier den Elfen? Den nur dreimal. Nehmen wir erstmal dreimal mit rein. Und den hier auf jeden Fall. Den nehmen wir 4-mal mit rein. So. Jetzt haben wir die. Jetzt brauchen wir noch ein paar Removal. Wir haben jetzt Ruska drin. Wo ist Shane? Shane, Chainlighting ist es nicht. Ein Chainlighting? Chainlighting? Wie ist der rote?
den Energiecounter an. Harness Lightning. 1, 2, 3. So. Und dann nehmen wir noch den besten Remover mit rein, den es aktuell gibt. Instant, schwarz, eine Mana. Ihr könnt raten. Und es ist Fatal Push. Nehmen wir den mal viermal. Platz haben wir für drei. So, einfach mal schnell das Deck zusammengebaut. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wir haben 6, 8 Remove, das ist gut. Mana, Countergeber ist das Thema. Counter, ja. Superkarte, Conti, Chandra, Hydra, Glorybringer und Braska. Und Überlister. Perfekt. Gut, dann probieren wir auch unser Glück mal. Und Save von Exits. Ah, wartet mal. Ich wollte wenigstens das Deck noch benennen. Hier mal rein. Und ich nenne es einfach Holy Energy. Und über was für ein. Ah, nehmen wir hier. Ah, da ist sie ja schon drauf. Genau. Okay, dann haben wir Holy Energy fertig. Dann. Und dann können wir gleich mal ins Game starten und schauen, wie sich das Deck anstellt. So, wir müssen nochmal zurück. Ich habe nämlich vergessen, die Länder zu optimieren, glaube ich. Mal gucken. Weil er nimmt, wenn man. Ja. Okay, was haben wir für Rare Länder? Das geht mal ganz einfach. Rare, Chuck. Und hier sind die von Schwarz. Roten Deck, was er wahrscheinlich schon kennt. Hier sind die schwarz-grün. So, die bringen mir gar nichts. Wie ihr seht, habe ich noch nicht so viele Doppelländer. Das ist immer echt ein extrem großes Problem. Aber ich hoffe, dass ich mal irgendwann die alle hier mit vier voll habe. Aber gut, nicht verquatschen, weitermachen. Wir wollen ja das Deck zeigen. Und uns hier nicht so verquatschen. Jetzt noch kommt viermal Ether mit dazu. So, das heißt, wir haben jetzt 70, also müssen 10 Karten raus. So, 60, 60. Länder haben wir 24, passt. Ich hoffe, dass es mit der Mana-Base auch passt. Und wir starten jetzt einfach mal gleich ins, nee, ins erste Spiel. Also. Also, Oli, auf geht's zum ersten Spiel mit dem Deck, was ich noch nicht ausprobiert habe. Ich hoffe, es funktioniert und es läuft gut. Lovecraft, da ist doch mal ein Gegner-Mensch. Und leider ist halt mal doch etwas angenehmer und entspannter zu zocken. Ich bin gespannt, was Lovecraft für uns ein Deck beschert. Joa, können wir damit anfangen, oder? Sieht gar nicht schlecht aus. Keep. Fehlt noch ein bisschen rot. Aber wir wollen ja mal nur nicht unverschämt sein. Können in Spiel erstmal das Land. Können wir in der zweiten Runde ihn hier spielen. Vielleicht ziehen wir ein Land nach. Joa, das geht doch. Komm. So. Mr. Lovecraft. Bitte. Oder Mrs. Oh, er geht auf 6 runter. Soll noch nichts heißen. 6 könnte wirklich besser sein als 7. Schon häufige Games gewonnen, die ich auf 6 hatte. Wenn er auf 5 geht, wird es sehr schwer. Aber gut, dass er es nicht macht, dass er es machen muss. Und ist auch mal fair. Ne? Wir wollen ja mit gleichen Waffen kämpfen. Und mal schauen, dass er. Was habe ich gesagt? Gleichen Waffen und fair sein. Ich sehe schon wieder Kontrolle auf mich zukommen. Aber wir warten mal ab. Und ein Land. Sehr schön. Na, das wird ja spaßig. Dann sollten wir so schnell wie möglich Druck ausüben. Hier. Oh, dann grüne Mana und so kommt er schön ins Spiel. 3-4.
Och, das sind der Sounds. Und wir greifen an. Bei Harness Lightning und Fatal Push wird wahrscheinlich uns nicht wirklich viel bringen. Oh, er hat echt ein Mana-Problem. Ne, wir zeigen das nicht. Wir bringen das ganz normal ins Spiel. Und bauen weiter Druck auf, weil sie eine dritte und vierte Mana zieht. Und eins, zwei. Sind sie mal schön. Combat. Nochmal 7 Schadenspunkte. Wenn wir nächste Runde noch Mana ziehen, kommt der Glorybringer mit rüber. Ein Energy haben wir noch übrig. Ansonsten sind es 9. Auch Zen, oder? Alter. So, mal schauen. Damage. Noch 2. 2 können wir hier mitmachen. Er wird einen Counter haben. Deswegen meine Chandra spielen, kann er sie uns countern. Ist das schlimm? Nächste Runde muss er sowieso einen von diesen Kreaturen töten. Ne, wir spielen gar nichts. Da wäre der Counter gewesen. Jetzt kann er sich über das hier anschauen. Okay. Braucht ein Land. Oder er braucht eine Settle. Was auch immer er zieht oder was er spielt, eigentlich haben wir das Game jetzt schon gewonnen. Das ist, mittlerweile sieht man immer weniger Control Games. Oder Decks besser gesagt. Weil sie einfach in dem Bereich des Aggros kaum noch Chancen haben, weil wir so schnell sind. Wir hatten gerade auch einen sehr guten Start. Ah, jetzt rede ich vom Gewinn. Aber bis jetzt haben wir ja noch nicht gewonnen. Ändern. Das sind 2 Legendaries. Okay. Attack. Block. Das war unser erster Win. Holy, unser erster Win. Und wir machen uns gleich auf den Weg zum zweiten Game. Dann starten wir mal. Zweite Game. Zweites Glück. Ging ja relativ schnell das erste. Auch ein bisschen dankenswerterweise wegen Mana-Screw, also Mana-Mangel. Aber gut, was soll's. Kann uns ja auch passieren. Ruben, RCV. Oh, wir fangen wieder an. Ja, das geht. Würde ich gerne gegen Red Deck Wind spielen. Kann man schön ein paar Sachen wegmachen. Und was wird es sein? Ich glaube, man muss einfach sich nur was wünschen. Es wird bestimmt kein schönes und einfaches Game, aber mit den ganzen Removal, die wir hier haben, links in den beiden hier, machen wir erstmal hier den Bomad-Kurier weg. Den anderen nehmen wir uns noch auf. Ich hoffe, dass wir jetzt noch Mana ziehen. Eine grüne wäre schön, dann könnte man hier Ine spielen. Oder überhaupt eine Mana, dann können wir auch Peter hier spielen. Das ist schon in Ordnung. Ja. Ja. Ihn brauchen wir. Uah. Okay, was habe ich mir gewünscht? Nicht gut. Nicht gut für ihn. Dede, Harness Lightning. Wir haben ja noch 2 Energie. Wir kriegen 3, können also 4 Schaden machen und brutzeln ihm einfach jetzt mal schön hier das Heart of Kiran weg. Ich liebe Harness Lightning. So, aber jetzt.
24 Mana und wir haben so viel Mana-Geber drin für 2 Mana und wir ziehen nichts. Das ist doch nicht wirklich wahr. Spielen wir erstmal ihn. Tja. Vielleicht muss man noch ein bisschen was an Mana rumexperimentieren. Aber es soll ja erstmal ein Start sein für ein Energy Deck. Das Deck ist an sich gut. Es fehlt halt jetzt gerade Mana-Ziehglück oder man muss wirklich an der Mana-Base. Man braucht noch mehr diese doppelten. Das war's. Madame Chandra. Hallo, hallo. Okay, Mäuschen. Auf geht's. Zwei Schaden. Sind wir bei 8. Wir bräuchten rein theoretisch jetzt schwarze Mana. No. Okay, dann geben wir ihm die Möglichkeit, uns zu besiegen und conceden noch nicht. Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man ganz gut gespielt hat. Möchte man ja irgendwo auch das Spiel erfolgreich zu Ende bringen. Greif einfach nur an. So, das sind nochmal 2 Schadenspunkte, sind wir bei 6. Und dann kommen 6 rüber und ja. Dies war's. Auf geht's ins zweite Game. Eieieiei. So. Escarib. Und wer fängt an von uns? Der Gegner. Ich hoffe, dass er jetzt keinen Mulligan hat. Und wir eine schöne Mana Base. Schöne Mana-Kurve wäre auch schön. Ja, probieren wir es doch mal so. Ist ja gerade ein Pit, man hätte auch den 2-1er, der Menace hat und Energy Counter produziert, mit reinnehmen können. Das könnten wir ja vielleicht nach dem Deck hier nochmal, nach dem Spiel nochmal verändern. Ich glaube, das wäre auch nicht schlecht. 2-1, über Energy. Sehr gut. Ich nehme erstmal ihn. Hat den Vorteil, dass wir ihn für Mana benutzen können. Den können wir nämlich zwei Sachen nacheinander spielen. Nämlich die den Constrictor und den Servant, wenn er überleben sollte. Und haben so mehr Mana für die Ballista. Ja, perfekt. Und wir hätten sowieso nicht angreifen können. Alles gut. So, dann spielen wir mal das nächste Doppelländer. Da sieht man, dass Doppelländer extrem wichtig sind. Wir nehmen hier schwarz. Jetzt werden alle unser Counter quasi um 1 erhöht. Binding Constrictor. Und wir nehmen hier grüne Mana. Hätte ich jetzt. Er hätte so, er wird so bezahlen, weil er gibt uns keine farblose Mana. So, er 2 bringt er rein. Wir kriegen dann 3, sind bei 4. Das ist doch schon mal schön. Komm mit. End of turn. Nächste Runde können wir uns dann Counter hier für die Ballista machen. Baut dann eine schöne Verteidigung auf. Nicht schlecht. Spielen wir erstmal eine Ballista für 3. Solange er wahrscheinlich hoffentlich durchgetappt ist. Er könnte rein theoretisch auch hier einen Counter haben, aber dann müsste er
Dann müsste er halt die Artefakte dort hinten opfern. Ansonsten kommt die Balliste jetzt ins Spiel. Drei haben wir bezahlt. Er wäre 3-3. Wir kriegen einen mehr. Jetzt ist er bei 4-4. Das ist auch schon mal schön. Komm mit. Und haben jetzt schon mal einen Attacker für die nächste Runde. Die Ballista kann er ja auch jetzt quasi nicht mehr töten. Kann sie schon töten, aber wir können vorher die Counter runternehmen, um dann 4 Schadenspunkte irgendwo hinzu dealen. Jetzt weiß ich immer noch nicht genau, was er da spielt. Nicht, was wir da irgendwann eine böse Überraschung erleben. Na. So viel zur bösen Überraschung. Damit kann er unseren Constrictor platt machen. Dann machen wir doch erstmal eins. Wir spielen mal gucken, ob er darauf reagiert. Das Mehrvolk hier. Könnte ihn auch wegschießen, wäre uns jetzt nicht unangenehm. Dann hat er nicht mehr genug für die Constrictor. Jetzt könnte er drauf schießen und kriegt er vielleicht keinen Counter. Dann braucht er nämlich nur einen Schadenspunkt dealen. Oder er schießt die Constrictor ganz weg und dann. Ist okay. Das ist ganz angenehm. Ja, die können wir doch nach oben packen. Wir haben ja die 2-2er, die wir nutzen können, um Energiemarken in Mana unserer Wahl umzuwandeln. Also daher, why not? So. Wir sind jetzt 1-4er, könnten. Ja, wir könnten jetzt. Ne, wir greifen mal nicht an. Wir machen das anders. Wir schießen einen Schadenpunkt auf die Ballista. Mal gucken, ob er darauf reagiert. Ansonsten schießen wir gleich den zweiten Schadenspunkt auf die Ballista nochmal. Dann ist sie auf jeden Fall weg. Und er kann sie nicht weiter hochpumpen. Er ist ja jetzt auch durchgetappt. Er kann jetzt, würde er wahrscheinlich darauf, wird er darauf reagieren, kann er uns den 2-2er wegschießen oder 2 Schadenspunkte an uns dealen. Ich würde den 2-2 wegnehmen. Mal gucken, wird er wahrscheinlich auch machen. Weil die 2 Schadenspunkte an uns sind nicht so ausschlaggebend. Da kommen die 2 Schadenspunkte, die er doch gegen uns richtet und nicht gegen die 2-2-Kreatur. Auch nicht schlecht. Dann können wir unseren nächsten Mana-Spender spielen und haben nächste Runde ausreichend rote Mana zur Verfügung. Auch wenn er uns eine Kreatur eventuell auf die Hand zurückgibt oder zerstört. Und können nächste Runde dann Chandra spielen. So. Mir ist immer noch nicht ganz klar, was er da spielt. Mehrvölker. Okay. Ballista, Mehrvölker und ein 1-4er. Oh. Also, ich bewundere Leute wirklich, die eigene Decks bauen. Richtig toll. Also Respekt. Und ich hoffe, dass Magic The Gathering oder hier Magic für Magic Arena irgendwo einen Slot findet, wo Leute ihre Decks im Casual-Modus ausprobieren können und nicht gegen unsere Decks uns spielen müssen, weil einfach alleine die Karten, unsere Karten sind einfach viel stärker, auch wenn er eine Balliste hat, aber die Anordnung, seine Anordnung ist halt nicht optimal. Und jeder soll ja irgendwo Spaß an Magic haben oder auch erstmal die Erfahrung sammeln, ein Deck zu bauen. Und ich finde es cool, was er da macht. Richtig gut. Und ab und zu mal vielleicht eine falsche Handlung. Aber das muss man halt erst lernen. Und jeder macht Spielfehler. Und ich bin definitiv nicht unfehlbar, mache genug Spielfehler, über die ich mich im Nachhinein wirklich ärgere. Also, aber Chapeau für das Deck, was er da gebaut hat. Hätten wir jetzt wieder ein rotes Aggro-Deck bekommen, hätte ich wahrscheinlich im Strahl mich übergeben. Aber so ist es doch eigentlich angenehm. Und deswegen spiele ich gerne Ladder.
einfach nur, um mal andere Decks zu sehen, statt immer nur Red Deck Win oder Kontrolle oder die Konstriktor in Schwarz-Grün, die mittlerweile sehr stark verbreitet ist auch. So, jetzt haben wir Chandra und können wunderbar ihre Fähigkeit nutzen. Und ja, das machen wir auch mal. Wir machen +2 und können dadurch einfach mal hier unsere Ballista hochpumpen um 1 und dabei der Konstriktor draußen haben +2. Jetzt ist 4-4. Und das ist doch schon mal eine coole Ansage. Und in der nächsten Runde haben wir die Möglichkeit, wenn wir noch ein Land ziehen, zweimal zu pumpen, dann wäre die sogar 8-8. Oder wir spielen die andere Ballista. Hängt so ein bisschen davon ab, was er da drüben noch hinzaubert. Er hat 5 Mana und noch so viele Handkarten. Das ist schon irgendwo. Ich weiß nicht, was er für große Sachen noch auf der Hand hat. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Jetzt kommt noch mal ein kleiner Werfolg. Menschlieren für 2-1, der eine Karte ziehen darf. Er zeigt uns natürlich dann hier immer die gleiche Karte, würde ich auch mal machen. Mein Mehrfolg-Deck ist jetzt erstmal in wohlverdienten Ruhestand gegangen. Denn mittlerweile mit Mehrvölkern hier im höheren Bereich zu überstehen und zu bestehen, ist echt schwierig geworden. Das kann man vielleicht später nochmal ausprobieren, wenn sich das ganze Metabase auch verändert. Oder Magic Arena sich entscheidet, doch eher nochmal Richtung Casual-Bereich zu gehen, in bestimmten Event-Modis. Ja, dann ist das okay. Aber zurzeit ist mein Mehrvölk einfach zu schwach, muss man jetzt mal so sagen. Und gibt so gute Decks, was ich euch im vorigen Video schon gezeigt habe, die einfach wirklich, wirklich stark sind. Und da sind wir so die Freizeitgamer, die dann immer mal gucken und sich keine Karten kaufen oder so. Immer benachteiligt, aber ich denke, so wie ich Magic kenne, oder Magic the Gathering kenne, kriegen die das schon irgendwie hin. Ne? Immer positiv denken im Leben. So, außerdem macht das Spiel mir Spaß. Ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren hier. Also daher, ja, vieles gesehen, vieles Gute, auch nicht so Gute, aber so grundsätzlich bin ich einfach hängen geblieben. Und das Spiel ist einfach ein tolles Spiel. Und ich mag die Community, es ist immer offen, freundlich, und man lernt sich einfach unkompliziert, kennen. Und mittlerweile bin ich schon der Großvater hier unter den ganzen Jungspunden. Ja, aber man kann doch einige Sachen zeigen und wenn man dann mal irgendwie wieder unterwegs ist zum Friday Night Magic oder vielleicht gibt es ja auch mal wieder ein Turnier in Deutschland, dann werde ich mal versuchen, mit dabei zu sein. So, aber jetzt mal wieder Konzentration aufs Deck. Ja, wir machen jetzt erstmal +2 und können unsere nächste Ballista spielen. Für insgesamt dann 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 8. So. Auf geht's. Ich glaube es. Also, ist glaube ich, ist einfacher, wenn wir die Kreaturen tappen. Dann tappt nämlich das System automatisch die andere Mana, die noch offen ist. Ja, mal gucken, ob es funktioniert. Ja, hätten wir mal lieber so Zeit gespart. Ja, ich hoffe, euch macht das sonst Spaß hier mit Magic Arena. Also bei mir, also das Game hinterlässt echt einen positiven Eindruck, muss ich wirklich sagen. Machen wir erstmal die ganzen Kreaturen weg. Und auch noch den 2-2er. Und dann können wir ohne weiteres in der nächsten Runde unsere Ballisten wieder aufpumpen. Die kriegen dann immer ein und plus noch einen Counter. Und dann haben wir den Gegner, denke ich mal, schnell eliminiert. Holy, ich denke, es ist noch etwas verbesserungswürdig. Insbesondere die Mana Base. Ich glaube, die Karten an sich sind gut. Ja, ich muss mir nochmal die Mana Base anschauen und mal probieren. Weil es kann nicht sein, dass wir hier ohne Rot eine Chandra ausspielen, ist schon mal was Besonderes. Darf aber eigentlich nicht sein. Ne? Also sonst wäre Chandra, wenn wir die auf der Hand hätten, eine tote Karte. Da muss man auch mal Selbstkritik üben. Und vielleicht liegt es einfach auch an der Mana Base, an den Doppelländern, die mir noch fehlen. Aber dafür werde ich mir einfach nochmal eine ruhige Minute gönnen. Naja, aber das wird jetzt hier einfach das letzte Game, ist schon relativ spät und so, er tappt uns den. Auch okay.
kann er mit dem 1-4er unser Chandra angreifen, wenn er möchte. Es ist einfach cool. Er spielt mit 3-2ern. Mit diesen Karten spiele ich im Draft. Respekt. Echt. Chapeau. Wirklich super. Ach Mensch, wenn der Vibe kommt, werde ich auch mit diesen Karten wieder spielen. Und wenn man gerade angefangen hat, hat man keine andere Möglichkeit. Ja, man muss halt wirklich, ich weiß nicht. Also schon richtig cool, was ich da drüben sehe. Merfolk Wizards, es ist irgendwie Merfolk Wizard Deck, es ist nice. Sicherlich auch mit Potenzial behaftet. So, was haben wir hier? Ein Doppelland, brauchen wir das? Ach, erstmal pumpen wir mal hier die Ballista hoch. Und er gibt auf. Okay. Ja, das wäre auch ein leidvolles Spiel noch gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch ja, noch einen schönen Abend, schöne Woche und bleibt gesund und bleibt mir treu und viel Spaß weiterhin auf meinem Channel und mit meinen Videos. Also, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.